Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal in dieser Antarktis-Mine unterwegs, haben den Strom eingeschaltet und können jetzt hier irgendwas machen, ich hoffentlich. Achso, nee, hier ist es. Hier ist ja gar nichts. Ich dachte, das war es. Gut, wir sind auf jeden Fall am Bella weiter auf der Spur hier. Und dieses Gebiet ist sehr mysteriös. Muss ich ja ganz ehrlich mal so sagen. Ja, bin jetzt mal gespannt, was wir hier machen können. Ich denke, dass wir jetzt... Oh Gott. Dass wir jetzt da irgendwas in diesem Bohrraum machen müssen. Ja, das kann gut sein, Freunde. Weil wir waren beim letzten Mal auch in diesem Bohrraum. Und da hatten wir einige ekelhafte Gegner. Also Spinnen. Und, genau. Da gucken wir mal, ob wir jetzt hier was machen können. Jetzt, wo wir den Strom eingeschaltet haben. Emergency. Gasmaske zur Not, ja. Hier rennt die Spinne noch rum. Ach, die Sortiermaschine. Okay, okay, dann müssen wir hier gar nicht sehen. Da unten tüppelt die Spinne rum. da müssen wir tatsächlich im Hauptraum. Wir müssen scheinbar hier irgendwas mit den Materialien machen. Weil wir haben ja hier so eine Fördermaschine, ne? Genau, hier, guckt mal. Genau, hier können wir doch jetzt was machen. Eine Kontrolltafel für die Sortiermaschine. Ohne Strom. Wollt ihr mich verarschen? Wir haben doch Strom aktiviert. Ah, okay. Die Sortiermaschine ist also jetzt an, oder was? Kontrolle, den Hebel umlegen. Ja, mach mal. Was ist denn jetzt? Die Sortiermaschine ist an. Ah, cool. Okay, das heißt, wir können jetzt hier die ganze Zeit draufklicken. Und kriegen dann... Vorsicht beim Transport. Okay. Aha. Ah, das ist ja jetzt interessant. Weil wir haben ja da die, oben dieses Item gesehen. Ne, und das ist scheinbar auch nicht das, was wir brauchen. Eine Warnung, ja. Anti-Vogas. Wir brauchen halt dieses Item. Na, da oben hat es ja geblinkt. Da ist aber auch nicht das Item. Die Sortiermaschine ist in Betrieb. Eine Warnung. Ja, ist in Ordnung. Wir brauchen das Item. Da kommen aber immer wieder dieselben. Da kommen aber immer wieder dieselben Kisten. Wir arbeiten jetzt hier bei DHL, Leute. Also, Claire ist wirklich multifunktional einsetzbar hier. Moment. Ich frage mich gerade wirklich, wie das hier zusammenhängt. Wie kommen wir an das Item dran? Wie kommen wir an das Item da oben dran? Müssen wir vielleicht doch nochmal drauf drücken da? Ich habe keine Ahnung. Da ist auch ein Kran da oben, ne? Müssen wir vielleicht diesen Aufkleber da drauf packen? Weil wir haben ja einen Aufkleber. Barcode-Aufkleber. Wartet mal, prüft das mal, das Ding. Wir arbeiten jetzt ja echt bei DHL im Versand. Das ist Storehouse-Bow. Um die Güter zu sortieren. Ah, okay. Ich denke mal... Ah, ja, das macht doch Sinn. Das macht doch Sinn, dass erst, wenn wir hier den Aufkleber draufpacken... Ah, ja. Dann das nächste kommt. Wurde aufgeklebt. In das Bowlager. Okay. Gut. Dann Hebel umlegen. Was kommt jetzt? Okay. Jetzt ist die Kiste im Bowlager, aber das Item
muss die Maschine nicht aktivieren. Aber das Item, ja, das fährt hier immer noch rum. Was ist das denn für ein System? Das ist ja cool, ey. Ah, okay. Wir müssen in den Büroraum zurück. Aber ich hätte gerne das Item. Was ist das für ein Item da oben gewesen, Freunde? Oh Gott. Oh Gott. Die Gasmaske. Okay. Nehmen und am besten benutzen. Okay. Muss ich nicht benutzen. Alles klar, aber wir haben schon mal die Gasmaske. Das ist schon mal gut. Ach du Scheiße, hier wird's grün. Okay, da ist die Kiste. Kaputt. Toll. Was für Lebewesen wurden hier gezüchtet? Oh Gott, danke Spinne. Ja. Müssen wir jetzt hier irgendwas noch machen? Ach, guck mal. Ah nee, das ist nur blaues Kraut. Wartet mal. Die Spinne da unten macht mich auch langsam verrückt. Ja, Bogas. Oh, 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 Freunde. Das könnte noch übel werden. Wo können wir denn jetzt noch was machen, sagt mal. Wo können wir jetzt noch was machen? Hm. Weil wir haben eine Gasmaske. Prüfe. Ja, gut. Schützt Atemwege vor Giftgas. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das Item da oben. Eine Sortiermaschine. Sie sortiert natürlich Gas in das, in die Lager. Güter in die Lager, sorry. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Item, was hier noch rumfährt, da oben. Ach, müssen wir jetzt nach da oben, oder was? Nee, nicht zurück in den Bohrraum. Nicht zurück in den Bohrraum. Wir müssen, denke ich mal, einmal nach oben. Hier bitte nicht sein. Einmal nach oben. Weil da hatten wir ja von oben Zugriff auf diesen, diesen Bereich. Und, muss ich jetzt noch erstmal gucken, wie wir hier rauskommen. Ja, genau, geradeaus. Und dann kriegen wir, denke ich mal, dieses sechseckige Teil, was wir da bei der Giftgasanlage benutzen können. Ich hoffe zumindest. Ich hoffe, ihr wisst, wo ich meine, ne? In diesem Minenbereich. So, und hier läufst du bitte einfach durch. So, das ist mir jetzt zu blöd hier. Ah, verdammt. Die kacken hier irgendwas hin. Das fügt mir Schaden zu. Toll. Ja, super. Tag. Tag. Scheiße, und ich bin vergiftet. Aber das war doch schon hier. Das war doch schon hier, genau. Ach, die sprühen Gift rum. Das sind natürlich ganz nette Viecher. Total nette Viecher, ne? War das jetzt nicht hier? Ach nee, das war... Das war geradeaus durch. Und ich bin vergiftet, Freunde. Ich bin vergiftet. Aber wir haben ja genug Heilung dabei. Also, ich würde das jetzt erstmal erkunden hier tatsächlich. Weil sie läuft ja noch einigermaßen schnell. Ne, das merkt man ja, wenn die kurz vorm Abkratzen ist durch das Gift. Wenn sie irgendwann nur noch humpelt. So, was war denn jetzt hier noch? War das nicht hier? Da ist nur eine Tür. Hier drunter ist ja die Sortiermaschine. Die Frage ist, was müssen wir jetzt machen? Was ist das für eine Tür da? Da kommen wir auch rein. Ja, da, die läuft auf jeden Fall noch und das Item ist irgendwie weg. Keine Ahnung. Müssen wir vielleicht hier irgendwas... Hier irgendwas machen noch? Ah, diese Maschine da benutzen. Die Maschine da benutzen. Nö.
Scheinbar nicht. Metallobjekt bearbeiten. Ja, okay, aber... Wo kriegen wir das Metallobjekt her, sagt mal? Auf jeden Fall nicht hier. Ja, Zombie, ist gut. Ist gut. Jetzt bin ich verwirrt. Einziger Weg, der mir noch einfällt, ist dieser Waffenraum. Da könnte man nochmal gucken, ne? Im Waffenraum. Aber... Ja, ich hoffe, dass es das ist, weil sonst hänge ich gerade hier so ein bisschen. Gut, aber trotzdem freue ich mich, dass wir wieder hier eingeschaltet haben bei Resident Evil Code Veronica. Wir haben noch Fortschritt. Noch. Ich hoffe, dass das so bleibt. Und dass wir jetzt hier gut durch diesen Bereich hier... Ach, Leute. Es ist doch ekelhaft. Warum kackt ihr hier... Ja, natürlich. Natürlich treffen sie mich auch noch. Geh doch weg. Nutz das blaue Kraut und geh weg. Ach. Geh doch raus. Geh hier durch. Bist du des Wahnsinns, Claire. So. Wir müssen uns, denke ich, mal heilen. Dieser Bereich ist extrem ekelhaft. Oh ja, wir müssen uns heilen. Orange. Aber okay. Gut, dann gehen wir mal in den Waffenraum. Ja. Da ist noch ein Ei bei dir hinten drauf. Jetzt weiß ich, jetzt sehe ich das auch erst. Guck mal, die hatte Eier auf dem Rücken. Deswegen. Aber wir sind nach wie vor im grünen Bereich. Das ist gut. So, vielleicht ist ja jetzt hier was in dem Waffenraum. Weil da war ja auch ein Teil von der Maschine hier. Ich hoffe. So, was ist das da? Da kann man nichts machen. Aber hier läuft doch auch so ein... Sehr viele Chemikalien. Jetzt... Ah, okay. Ha, da ist das Item. Eine Magnum. Feuer versperrt den Weg. Ich kann sie nicht holen. Och, nö. Och, wie jetzt? Wie Feuer. Die Magnum. Oh mein Gott. Eine Magnum. Der Feuerlöscher, den wir haben, ist aber leer. Na, wir haben ja einen Feuerlöscher im Inventar. Okay. Das heißt, wir müssen da noch mal dran, den vorbei da. Ja, hier oben dieser Bereich, ne? Ah, da war das Item quasi die Magnum. Kann man den Feuerlöscher irgendwo... Das war den Feuerlöscher da oben auf... Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Mit Giftgas. Nee. Wartet mal. Ich nehme mal den Feuerlöscher mit. Lauf hier ganz schnell durch, Claire. Ah, nein, lass dich doch nicht treffen. Nicht treffen lassen von dem Scheiß. Och, Claire. Ja, jetzt haben wir wieder ein Ei auf dem Rücken. Toll. Das ist so eklig. Widerlich, ey. Richtig widerlich. So, dann mach das Zeug direkt weg. Komm, Claire. Danke. So, hier haben wir noch eine Kiste. Nimm mal den Feuerlöscher mit. Mal probieren. Wartet mal, kann ich irgendwas hier benutzen? Okay. Pack mal die beiden grünen Kräuter bitte ins Inventar. Und nimm mal den Feuerlöscher bitte. Ist zwar leer, aber vielleicht macht sie ja was. Keine Ahnung, vielleicht presst sie ja noch irgendwelche Reste raus. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. So, jetzt schnell hier durch, ohne dich treffen zu lassen. Mann. Und wir haben wieder ein Ei auf dem Rücken. Oh Mann. Aber gut, probieren wir es mal. Wieder hier rein. I. Das bewegt sich, das Zeug. Ah ja, alles klar.
Aber hier in diesen Rollis, da ist auch nichts mehr, ne? Hier in den Rollis, da ist auch nichts mehr drin, ne? Okay. Probieren wir erst die Sache mit dem Feuerlöscher. Und, dann gehen wir nochmal nach da oben. Mal gucken, ob wir da irgendwas machen können. So, Claire, kannst du den Feuerlöscher benutzen? Ne, der ist leer, war klar. Wäre auch zu schön gewesen. Schade. Dann gehen wir jetzt nochmal da hoch. Oder können wir jetzt da oben in den Maschinenraum? Wartet mal. Ne, da ist auch noch alles zu. Alles zu. Da müssen wir jetzt nochmal da oben. Also zu der... Hier, die Treppe hoch. Mein Gott, was ist denn da hier los? Und wenn ich da jetzt keinen Erfolg habe, dann hänge ich tatsächlich so ein bisschen. Da müsste ich tatsächlich mal gucken, wie es hier weitergeht. Oder ihr müsstet mir sagen, wie es hier weitergeht. Oh, guckt mal, was ist denn... Jetzt sieht man das auch. Da ist so eine Maschine. Okay, cool. Wartet mal. Das Ding ist auf. Ah, da können wir aber nicht rein. Schade. Ich hätte jetzt gedacht, dass es auf wäre. So, jetzt hier oben. Hier muss doch irgendwas gehen. Hier an dem Ding. Ein Loch mit 8 Ecken. Ein Loch mit 8 Ecken. Kannst du hier den Feuerlöscher benutzen? Ich weiß es ja nicht. Gasmaske? Die Dietrich? Hä? Okay, Freunde, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich gerade richtig verwirrt. Wo geht's hier weiter? Da oben irgendwo? Wo geht's hier weiter? Da hinten irgendwas? Da sehe ich noch so ein... Nee. Hm, das ist jetzt interessant. Also ich hänge hier tatsächlich fest gerade bei Resident Evil. Das ist unfassbar überraschend, dass ich jetzt hier festhänge. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas übersehen? Ich weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe es ja noch nie gespielt. Das war hier noch irgendwie... Also hier geht's jetzt tatsächlich... Ich weiß nicht, ob's... Nee, hier waren wir... Nee. Da brauchen wir gar nicht weiter reinzulaufen. Das ist ja alles aktiviert. Nee, sonst ist hier nichts. Also hier ist es auf jeden Fall dicht. Okay, gehen wir jetzt mal einen Raum Schritt für Schritt ab. Nochmal in den Bohrraum gucken. Puh, weiß ich nicht. Also hier ist jetzt auch nichts. Dass hier irgendwas ist. Nee, das ist aber auch nichts. Okay. Gut, also in dem ganzen Bereich ist schon mal nichts. Dann sind wir jetzt in diesem fetten Raum hier. Genau hier. Das war hier irgendwo eine Sortiermaschine. Schick Güter in die Lager. So, dass wir hier irgendwas machen können? Nee. Nee, irgendwie auch nicht. Da ist eine Kiste drin? Nee. Okay. Nichts Interessantes. Dass wir hier jetzt nochmal was machen können? Nee, glaube ich nicht. Nee. Schalter wurde bereits betätigt. Ah, Freunde, was muss ich hier machen? Gehen wir nochmal in den Bohrraum zurück.
Mal gucken, ob wir hier irgendwas machen können. Irgendwo drauf schießen oder so. Ham. Ah, hier rennt die Spinne rum, hier unten. Da hinten ist... Okay, die Spinne, die spuckt da ein bisschen. Hier kann man aber auch nicht rein, ne? Nee, hier kann man nicht rein. Okay. Fest verschlossen. Da der Käfig, das ist auch so eine komische Sache hier, ne? Dieser Käfig hier. Ja. Wartet mal, was ist... Kuckuck, Bogas trifft aus. Kaputt. Das ist merkwürdig, Freunde. Das war hier... wir haben ja auch nirgendwo was den Hinweis oder so gekriegt, ne? Hier zwischen oder so? Da ist ein Spalt. Scheint ein Teil der Sortiermaschine zu sein. Das Förderband ist defekt. Da ist ein Spalt. Ja, kannst du da nicht irgendwas machen? Ah, wir kriegen Schaden. Oder doch nicht, okay. Irgendeine Kiste schieben oder so? Dass man hier irgendeine Kiste vielleicht verschieben kann? Irgendwie hier drauf? Nee. Nee, das ist gerade leider eine Sackgasse hier. Okay, da muss das in dem Waffenraum sein. Aber was soll denn da jetzt noch sein? Da war doch das Feuer mit der Magnum. Ha. Sehr mysteriös. Das war hier noch irgendwas? Nee. Waffenraum, komm. Irgendwas muss doch hier sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass da gar nichts ist. Waffenraum. So, was hat's denn hier mit auf sich? Liftraum. Der Lift ist in der oberen Etage. Hier ist nichts Nützliches. Kannst du hier irgendwas schieben? Nö. Chemikalien. Nee. Da ist aber... Da ist auch nichts. Also, so langsam, sehr merkwürdig. Wartet mal! Das war da oben? Nee, eigentlich auch nicht, aber... Gehen wir wieder raus! Also, dem möchte ich jetzt noch selber auf die Spur kommen, tatsächlich. Deswegen mache ich auch jetzt erstmal eine 5 Minuten längere Folge. Oder 10 Minuten. So. Weil das möchte ich sehr gerne doch hier. Du kannst hier auch nicht drauf? Warum kannst du doch nicht drauf klettern? Okay, das heißt, wir sind hier falsch. Das heißt, es ist definitiv nicht hier. Oder das war vielleicht mal hier in die Richtung. Aber nee, hier waren wir ja auch schon. Komisch, komisch. Ist wieder hier in diesem blöden Insektenraum hier. In diesem blöden Insekten. Was war hier vielleicht? Ah, jetzt geh doch weg. Hau ab. Nee. Wir hier irgendwas machen können? Nee. Hier im Speicherraum? Dass wir hier jetzt irgendwas machen können? Puh. Ja. Nimm das Ei weg. So. Ah, Gott. Schreibmaschine. Wartet mal, hier. Die Tür ist fest verschlossen. Ja, kein Schlüsselloch. Da ist das,
Dingssymbol. Nutzlose Bücher. Was ist das hier? Nö, auch nicht. Da an den PC kommen wir auch nicht. Das ist jetzt mysteriös. Sehr mysteriös, Freunde. Haben wir hier noch irgendein Story-Item? Nö. Wir haben hier nur ein Arsenal an Muni. Okay. Sind wir gelb? Wir sind vergiftet. Oh. Oha. Okay. Das heißt, wir müssen einmal nochmal durch. Ach, Freunde. Was ist das denn jetzt hier? So, dann nimm das Gift. Blaue Kraut, genau. Und lauf einfach hier durch. Lauf einfach hier durch. Ohne dich treffen zu... Ah, jetzt bist du schon wieder vergiftet. Das gibt's doch nicht. Jetzt sind wir schon wieder vergiftet. Es ist doch Verarsche. Okay, Freunde. Sinnlose Sucherei gerade hier, ey. Irgendwie. Also irgendwie ja. Dass wir vielleicht hier. Hier ganz oben nochmal was machen müssen? Ich weiß ja nicht. Das war da ganz oben noch. Hier am Flugzeug. Der Flieger ist nicht mehr zu gebrauchen, ja. Das war jetzt hier noch was? Hier an dem Lift oder was? Zutritt verboten. Shit. Hätte ich es gedacht. Verdammt. So, wenn sie anfängt zu humpeln, dann nehme ich das Heilspray. Das ist jetzt meine Taktik hier. Das verbraucht aber auch so viel Items, ne? Dieses scheiß Vergiften da die ganze Zeit. Ich würde ja gerne mal mit einem Granatenwerfer reinschießen, aber das wäre dann vielleicht Munitionsverschwendung. Aber hier kann sie auch nicht irgendwie hinspringen oder so. Jetzt sind wir nämlich im oberen Bereich von der ganzen Misere da unten. Jetzt haben wir hier mit dem Zombie. Oh Gott, jetzt muss ich mich heilen. Alles klar. Dieses blöde Gift. Hier sagt sie aber auch nichts. Metallobjekt bearbeiten. Metallobjekt. Nee. Munition eh nicht, nee. Was war da denn Dietrich oder so? Nö, das auch nicht. Karte? Ne, dann haben wir ja eigentlich alles erkundet. Dieser eine Raum da vielleicht doch mit den Zombies. Aber erstmal müsste ich mich eigentlich mal wieder heilen. Oh Gott. Ich müsste eigentlich erstmal nochmal wieder runter und mich dann nochmal heilen, ne? Ach, Mann. Das ist so eine Zeitverschwendung gerade. Weil ansonsten muss ich diese Folge tatsächlich ergebnislos beenden. Und, ja, dann auf eure Tipps hoffen. Aber erstmal möchte ich mich bitte mal von diesem Gift heilen. Das kann ja wohl nicht angehen. Diese Drecksviecher da unten. So. Dann lauf einfach! Ach man, diese Dinger nerven nicht. Diese Dinger nerven. Blaues Kraut. Ja toll, wir sind wieder gelb, ne? Verdammt nochmal. So, lauf einfach hin und her. Dieses Gift. Ah nein, jetzt bin ich nicht mehr vergiftet. Alles klar. Oh Gott, geh weg, geh weg. Ich habe keinen Bock auf dieses scheiß Gift. Und ich habe gar keine Lust, da meine Munition zu verschießen.
Gut. Gelb. Das heißt aber auch, dass wir hier wieder eine Heilung nehmen müssen. Ja, super. Ich meine, wir haben ja genug. Aber trotzdem, das ist uncool. Und ganz ohne Heilung rumzurennen ist irgendwie auch mutig, finde ich. Ich meine, so viel an Heilung haben wir jetzt auch nicht mehr. Wegen diesen Drecksviechern. Nee. Das war da oben bei den Betten. Das ist jetzt wirklich der letzte Raum. Ansonsten muss ich auf eure Tipps warten. So. Und ich finde, die haben es trotzdem getroffen. Die haben mich trotzdem getroffen. Zum Glück haben wir hier direkt blaue Kräuter. Bescheuerter Raum hier. Aber ich bin nicht vergiftet. Okay, das ist das Wichtigste. Ihr mit eurem Giftzeug. Das nervt auch gerade, muss ich dezent sagen. Okay. Okay. Dann bleibt jetzt wirklich nur noch hier dieser Raum. Wo wir eigentlich ja nur Muni gefunden hatten, ne? Bin ich jetzt mal gespannt, was hier jetzt abgeht, wenn Energie da ist. Betten. Ah, guckt mal, da ist doch so ein schwarzes Teil, oder? Betten. Ah, toll. Hier ist aber auch nichts. Aha. Guck mal da. Ach nee, das sind Farbbänder, ne? Die habe ich noch übersehen. Ja, Farbbänder, okay. Ziemliche Unordnung. Dass wir hier irgendwas brauchen. Nur nutzlose Bücher. Da liegt ein Spiel auf dem Tisch. Ha, da hinten. Da hinten. Da sagt sie auch nichts zu. Nutzlose Bücher. Schließfächer ist nix. Dass da irgendwie hier auf den Betten noch was ist. Guck mal, da habe ich doch was gesehen, da. Da liegt doch Munition, jetzt verarscht mich doch nicht. Da liegt doch Munition. Ja, ich wollte schon sagen. Die will ich wenigstens auch mitnehmen. So. Nee, aber sonst ist hier tatsächlich nichts. Dann haben wir jetzt alles erkundet. Da hinten war nur dieser komische Zombie-Raum. Da ist auch nichts. Nö, dann muss ich tatsächlich auf eure Tipps warten und gucken, wie es hier weitergeht. Gut, dann schaffe ich jetzt noch kurz da hinten hin. In die Sortieranlage. Und ja, da muss ich die Folge beenden, ohne ein Ergebnis, ohne einen Fortschritt. Es tut mir leid, dass wir jetzt 15 Minuten hier rumgelaufen sind. Ohne Erfolg. Super. Jetzt ist ja schon wieder hier unten dran vorbei, aber jetzt schieße ich. Jetzt schieße ich einfach. Es hat wohl einen Grund, dass wir hier so viel Buddy gekriegt haben. Nein, jetzt geh doch weg. Geh doch weg. Und du auch. Oh Gott. So, gut. Ohne Vergiftung durchgekommen. Hey, sehr gut. Dass da vielleicht... Einen Versuch habe ich doch. Dass wir hier vielleicht in der Mitte irgendwie drauf können. Warum gehst du da nicht drauf, Claire? Gut. Okay, Freunde, da würde ich einfach mal sagen, ja, dann brauche ich jetzt eure Tipps, wie wir hier weiterkommen. Ah, guck mal, da oben ist ein Kran oder ein Haken, ne? Ja, dann brauche ich einfach eure Tipps, wie wir hier weiterkommen. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, schreibt in die Kommentare, wenn ihr da ihr das Spiel kennt, wie es hier jetzt weitergeht. Weil ich bin jetzt hier wirklich am Ende meines Lateins. Wir haben alle Räume durchsucht. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ja,
Bitte sagt mir kurz Bescheid. Gut, Freunde, dann würde ich einfach mal sagen, ja, wenn euch diese Folge trotzdem gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.